Ja, der Frühling ist da. Das Wetter wird besser, der Schnee schmilzt im Hügelland und im Mittelgebirge. Endlich kann das klassische Bergsteigen und Wandern wieder richtig losgehen. Oder? Nicht ganz. Wie verschiedene Lagen und Ausrichtungen dein Bergabenteuer maßgeblich beeinflussen, darum geht's heute. Zu Beginn eine Einleitung, womit wir uns heute konkret beschäftigen und warum das vor allem wirklich wichtig ist. Wenn wir jetzt in die Berge gehen, ganz egal ob Voralpen, Karwendel, Hohe Tauern oder Ostsee, okay, vielleicht nicht ganz Ostsee, sehen wir teilweise ab 1700 Meter noch verschneite Berge, teilweise aber eben auch überhaupt nicht. Teilweise sind die Berge wie im Winter, teilweise wie im Sommer. Das ist für viele Wanderer und Bergsteiger zu Beginn der Saison eine beunruhigende Situation, vor allem, wenn man die eigenen Fähigkeiten auf hartem Altschnee nicht einschätzen kann. Außerdem ist es verdammt ärgerlich, wenn man zu einer Bergtour anreist, weil man glaubt, der Schnee sollte schon längst weg sein, und dann trifft man auf ein Winterparadies. Und deshalb schauen wir uns heute an, welche Faktoren die Schneelage in den Bergen beeinflussen. Beginnen wir bei dem allerwichtigsten Faktor, der Ausrichtung. In welche Richtung ein Hang zeigt, kann teilweise ganze Meter an Unterschied bei der Schneelage machen. Schauen wir uns dafür zwei Beispiele an. Eines dieser Bilder hier entstand auf 2000 Metern Höhe und das andere auf 1700 Metern Höhe. Und viele würden nun vermuten, naja, weiter oben heißt eben auch mehr Schnee, weil kälter. Und so richtig dieser Ansatz auch ist, so falsch wäre die Zuordnung. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Bildern, die Ausrichtung. Das hier ist nämlich ein Südhang und das hier ein Osthang. Und jetzt kommt's, das Bild auf 1700 Metern wurde drei Tage nach dem anderen Bild aufgenommen, bei durchgängig etwa 15 Grad auf dieser Höhe. Die Schneehöhe betrug hier teilweise noch um die 80 cm. Jetzt sollten wir uns aber dringend fragen, wie kann das sein? Kennt ihr das Sprichwort, im Osten geht die Sonne auf, im Süden steigt sie hoch hinauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen? Hier liegt nämlich ein Teil der Antwort begraben. Bei der Ausrichtung am Berg ist es grundsätzlich im Frühling so. Bei Sonnenaufgang ist die Boden- und Lufttemperatur durch die Nachtstunden abgesunken. Das ist übrigens in jeder Jahreszeit so. Durch die Sonneneinstrahlung beginnen nun zwei relevante Prozesse. Zum einen die direkte Sonneneinstrahlung auf den Schnee, zum anderen die allgemeine Erwärmung der Boden- und Lufttemperatur. Letztere ist allgemeingültig. Die Lufttemperatur erhöht sich durch die Sonne ja quasi überall und nicht nur in ostseitigen Hängen beispielsweise. Doch die direkte Einstrahlung, die wird spannend, denn zwei Dinge gelten hier nun. Erstens, die direkte Sonneneinstrahlung ist um die Mittagszeit am stärksten. Zweitens, die Bestrahlung der Südseite dauert am längsten. Und das sind die zwei entscheidenden Faktoren. Wie stark ist die Sonne und wo scheint sie lange? Diese zwei Fragen. Die Antwort, immer im Süden. Und genau deshalb sind Südhänge mittlerweile auch schon in höheren Lagen vom Schnee befreit und Ost-, West- und Nordhänge nicht. Und jetzt werden einige von euch sagen, okay, aber wieso liegt auf manchen Südhängen trotzdem noch Schnee und auf anderen nicht? Hier muss man sich jetzt lokale Faktoren anschauen, die nicht allgemeingültig sind. Genauer gesagt zwei. Zum einen das Gebirge. Es gibt Gebirgsketten, die beispielsweise in der zweiten Reihe stehen. Diese sind häufig von kalten Winden, niedrigeren Temperaturen und starkem Wind betroffen. Sehr gut und sehr häufig kann man das im Karwendel beispielsweise beobachten. Pauschal ist das aber nicht immer richtig. Zum anderen aber hat die zweite Reihe auch den Nachteil, dass bei ihr später direkte Sonneneinstrahlung ankommt und früher wieder verschwindet. Und dann muss man sich auch noch das Terrain ansehen. Selbst wenn eine Südausrichtung vorliegt, kann noch richtig viel Schnee liegen, wenn das Gelände K-förmig ist. Etwas steilere Flanken an den Seiten hat, denn die akkumulierte Schneemenge in Kahn wird oft enorm unterschätzt. Immer wieder rutscht Neuschnee im Winter langsam, aber auch in Form von Lawinen von steileren Hängen in die Karre hinein. Deshalb kann in einem Kar die Schneehöhe auch im Frühling noch gut gerne 2-3 Meter betragen, während die Felswände drumherum schon komplett schneefrei sind. Das hier ist dafür zum Beispiel ein wunderbares Beispiel. Jetzt müssen wir hier aber, glaube ich, kurz mal eine Zusammenfassung machen. Südhänge sind am schnellsten schneefrei, weil sie die längste Sonneneinstrahlung und die starke Sonneneinstrahlung der Mittagsstunden genießen. In manchen Gebirgsketten, vor allem der zweiten Reihe und niedrigeren Zwischenbergen, kann es grundsätzlich länger dauern.
Kare und Flachstücke sind im Frühling anfälliger für lange und große Altschneefelder und brauchen am längsten, bis sie schneefrei sind, vor allem nordseitig. Nordseitig ist auch ein gutes Stichwort, das wir hier unbedingt nochmal aufgreifen müssen. Die Nordausrichtung ist im Frühling besonders gefährlich, denn erstens, die Sonne scheint aufgrund des flacheren Winkels de facto nie direkt auf die betroffenen Nordhänge. Zweitens, kalte Winde und fehlende Sonneneinstrahlung sorgen über längeren Zeitraum dafür, dass sich der Schnee verfestigt und firnartig wird. In Südhängen und auch teilweise in Ost- und Westhängen sorgt die Sonneneinstrahlung dafür, dass der Schnee jeden Tag oberflächlich weich und wässrig wird. Das fördert auch in den Tiefen des Schnees die schnellere Schmelze. Im Nordhang ist dem nicht so, beziehungsweise deutlich weniger. Diese harten Firnfelder können im Frühling zu einer echten Gefahr werden, denn sie sind oft so hart gefroren, dass man wie auf Eis nur mit Pickel und Steigeisen vorankommt. Wenn man sich dann ohne diese Ausrüstung auch noch in der Querung eines steilen Hanges befindet, wird es hier besonders kritisch und gefährlich. Nordhänge sind zu dieser Zeit also mit besonderer Vorsicht und vor allem der richtigen Ausrüstung zu begehen. In allen anderen Hängen gibt es diese konkrete Gefahr zwar nicht, dafür eine andere, das Ausrutschen. Wer zu spät losstartet und erst gegen 14 oder 15 Uhr in den verschneiten Lagen ankommt, wird es vorrangig mit weichem, sulzigem Schnee zu tun haben. Hier bringen Steigeisen nicht wirklich was, denn in erster Linie ist die große Gefahr das Ausrutschen und Wegrutschen durch wegbrechenden Schnee. In diesen Situationen heißt es, vorsichtig zu sein und nicht zu sehr in exponiertes und ausgesetztes Gelände zu gehen, da hier natürlich ein Absturz fatal wäre. Nun müssen wir noch eine logische Konsequenz für uns aus all den tollen, spannenden Informationen herausholen. Welche Auswirkungen hat das Frühjahr und alle dazugehörenden Faktoren letztlich auch auf unsere Tourenplanung? Da gibt es zum einen die Ausrüstung. Wir brauchen angepasste Ausrüstung, Steigeisen und Pickel bei Nordhängen, zumindest Grödel und eventuell auch Pickel bei anderen Ausrichtungen, je nach Höhe und Tour. Aber mit Ausrüstung kann man sich trotzdem nicht überall hochkämpfen. Es muss vor allem die Tourenplanung enorm angepasst werden und konzentrierter gestaltet werden. Man muss sich deutlich mehr fragen, welche Ausrichtung hat meine kommende Tour? Und wie steil ist die Tour in welchen Hängen? Denn steile Nordwände oder steile Nordhänge sind aktuell nur schwer zu begehen. Sehr steile Südhänge hingegen sind vermutlich komplett schneefrei, da die Schneeauflage ohnehin dünn war und durch die Sonne auch schnell wieder weg ist. Flache Südhänge können aber teilweise ebenfalls noch komplett schneebedeckt sein, was auch nicht ganz uninteressant ist. Dann muss die Tageszeit angepasst werden. Vollkommen unabhängig davon, wie die Tour ausgerichtet ist, wer spät startet, trifft auf mehr potenzielle Probleme und Gefahren. Harter Schnee ist mit der richtigen Ausrüstung kein Problem. Weicher Schnee schon, egal welche Ausrüstung. Und zuletzt auch die Details des Weges. Wenn ein Weg südseitig startet und südseitig endet, bringt das überhaupt nichts, wenn man bis zum Gipfel die meiste Zeit in Ostflanken herumeiert und im Schnee verzweifelt. Hier sollte man also besonders gut auf den gesamten Weg achten, schon auf der Karte. Und jetzt noch ein paar Eindrücke, die die ganze Sache vielleicht auch ganz gut verdeutlichen. Diese Aufnahmen entstanden vor kurzem nach der Wärmeperiode und zeigen sehr gut, wie groß die Unterschiede in der Ausrichtung eigentlich sein können. Diese Flanke hier ist komplett südseitig. Das Foto zeigt circa die Höhe von 1800 bis 2100 Metern. Dieses K hier ist ebenfalls südseitig ausgerichtet, jedoch sehr flach, etwas sonnengeschützt, windanfällig und wird im Winter von den Steilflanken rundherum gespeist, aber ebenfalls Südseite. Dann haben wir hier noch eine Nordseite. Selber Aufnahmetag, im Bild ist die Höhe 1900 bis 1600 Meter von oben zu sehen. Hier sehen wir jetzt noch einen Ostgrat, rechts ist also Norden und auch etwas mehr Schnee, links ist es komplett dürr und trocken. Und auch hier sehen wir jetzt nochmal ein besseres Beispiel für einen Ostgrat. Ein besseres Beispiel für die Wirkungsweise der Ausrichtung und den Einfluss der Sonne kann man eigentlich gar nicht zeigen. Wenn euch diese Tipps und Informationen zum Bergsteigen und auch zur Sicherheit in den Bergen gefallen, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass das Projekt Alpenacademy maßgeblich durch eure freiwilligen Beiträge in Form von Spenden finanziert wird. Diese Beiträge gehen weder in die Hände einer NGO, die das verwaltet, oder an Finn Kliman, sondern helfen nur dabei, die Inhalte so aufzubereiten, wie ihr das eben hier seht. Vielen Dank an dieser Stelle für euren Support. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!